Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einer weiteren Folge Unglaubliche Züge. Und diesmal habe ich hier eine Partie Brown gegen Bisguer. Chicago 1974, Weiß am Zug. Wir sehen, Weiß hat hier diese Fesselung auf der E-Linie. Der Läufer ist gefesselt auf E7. Und jetzt die Frage, kann Weiß daraus irgendwie direkt Kapital schlagen? Weil wenn jetzt Schwarz vielleicht noch ein, zwei Züge bekommt, Läufer E6 spielen kann und Kurz hoch gerade, dann ist natürlich alles super für Schwarz. Dann hat er das Läuferpaar und überhaupt keine Probleme. Das heißt, Weiß muss jetzt konkret direkt irgendwas probieren. Ich mache mal wieder die Pfeile weg, damit ihr jetzt in Ruhe in die Steuerung eindringen könnt und versuchen könnt, den weißen Zug hier zu finden. Also stoppt das Video und versucht den Zug zu finden, denn ich werde es jetzt zeigen. Ja gut, Läufer G5 bringt nicht viel. Klar, es kommt einfach F6. Und Schwarz hält hier alles zusammen. Da kommt Weiß nicht durch. Und auch B3 mit der Idee Läufer A3 über diese Diagonale zu kommen, auch das verhindert Schwarz relativ leicht, Läufer E6. Und ja, geht nicht weiter. Aber eine andere Idee. Läufer H6 finde ich hier sehr ästhetisch. Und wir sehen, Weiß hat Ideen auf dieser langen Diagonale. Und das können wir jetzt auch direkt sehen, wenn Schwarz hier den Läufer rausschickt, was er in der Partie nicht tat. Dann kommt jetzt Turm E5, ja, Doppelangriff. Dame muss den Läufer gedeckt halten auf F5. Turm AE1. Jetzt wird der Läufer auf E7 bedroht. Läufer E6 und jetzt D5. Und hier sehen wir jetzt die Idee von Läufer H6. Und das musste Weiß natürlich schon gesehen haben, als er diesen Zug spielte. Und falls jetzt Schwarz schlagen sollte auf D5, dann natürlich Turm schlägt E6. Und dann würde hier der Turm auf H8 hängen und Weiß hätte das Material zurückgewonnen und weiter einen schönen Angriff. Und falls Schwarz hier rochiert, dann gewinnt Weiß natürlich auch die Figur zurück. Und verbleibt am Ende hier mit einem Mehrbau und der besseren Stellung natürlich. Ja, in der Partie spielte Schwarz Turm G8, aber natürlich jetzt auch Turm E5. Der Läufer hat sich ja auch entwickelt, um hier diesen Turm freizumachen, damit er ins Spiel kommen kann direkt. Und das sehen wir jetzt hier auch. Turm A1, Läufer E6 und jetzt stark von Weiß weiterhin Druck gemacht, Springer G5. Ja, wenn jetzt Schwarz diesen Springer schlagen sollte, dann hätte jetzt wirklich ein großes Problem mit seinem König. Der kann nicht mehr kurz rochieren und jetzt auch nicht mehr lang rochieren. Und ungleichfarbige Läufer begünstigen ja die Seite, die angreift. Und das wird hier sehr unangenehm für Schwarz. Also spielte Schwarz lang auch Hade, aber jetzt kommt nochmal ein kleiner taktischer Trick hier. Springer schlägt F7, Läufer schlägt F7, Turm schlägt E7 und hier. In der Folge kommt jetzt hier Weiß in ein Endspiel mit der klar besseren Stellung, weil er noch einen Bauern gewinnen wird und konnte das Turmenspiel dann auch für sich entscheiden. Okay, also so viel zu diesem Beispiel. Läufer H6, diese Idee, dass auch auf dieser langen Diagonale Weiß Möglichkeiten hat und auf so einen Zug muss man erstmal kommen, würde ich sagen. Wie hat es euch gefallen? Konntet ihr den Zug finden? Schreibt es runter in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.